irgendwann einfach gedacht, ich schreibe dem Andi mal eine Mail, weil ich die Humble Homes kannte. Die stehen hier halt am Strand. Und Andi schrieb direkt zurück und haben einen Termin gemacht und da hat er mich hier im Atelier besucht. Kam schnell raus, dass wir beide so diesen Nachhaltigkeitsgedanken irgendwie verfolgen und seine neuen Häuser für die Saison auch auf Nachhaltigkeit abzielen. Und dann dachte ich, das wäre eigentlich der perfekte Anlass, auch so eine Serie dazu zu machen, extra für die Häuser. Hier im schönen Nordseeheilbad Karolinsiel-Halesiel haben wir unsere Tiny-Siedlung mittlerweile mit 10 Tiny-Häusern und 4 Cubes. Ich mache das, was ich liebe, mit dem Thema, das ich liebe. Und deshalb habe ich eine Serie vom Meer gemalt. In einer etwas anderen Art und Weise wie sonst. Ich hatte direkt, als wir schon noch im Gespräch waren, direkt eine Idee. Und die ist letztendlich aber auch rausgekommen. Hier haben wir unter anderem mit Alex diese Kunstausstellung vorangebracht, wo wir seine Gemälde dann ausstellen. Ich habe die Farbe so über die Leinwände fließen lassen. Ich konnte nicht so richtig kontrollieren, was die Farbe macht. Das ist ja das Schöne, wenn die flüssig ist, dann macht sie, was sie will. Und man kann das nur so leicht kontrollieren, indem man die Leinwand bewegt. Nunmehr haben wir seine Bilder dann in den Cubes ausgestellt und super im Einklang. Die Begrünung auf den Dächern folgt jetzt demnächst noch. Da haben wir auch mit dem Projekt Besser Grün etwas zusammen aufgebaut. Deshalb ist ja diese Geschichte mit Andi mir auch so wichtig gewesen, weil, und deshalb ist er so ein kleiner Anstupser in Richtung Nachhaltigkeit oder drüber nachzudenken, was man tun könnte, nicht schlecht, damit man diesen Sehnsuchtsort nicht verliert. Unser Konzept ist sehr vielfältig. Wir haben 10 Tiny-Häuser für das Konzept Family and Friends. Da haben wir einmal das barrierefreie Tiny. Dann haben wir eine große Serie, wo bis zu 4 Erwachsene oder halt in Kombination mit Kindern die Familien untergebracht werden können. Und dann haben wir noch mal eine kleine Serie von Tiny-Häusern direkt an der Hundewiese hier in Karolinsiel-Halesiel, wo Gäste mit Hunden ihr Auslauf direkt mit Blick auf das Wattenmeer dann genießen können. Das Schöne ist ja daran, dass die Gäste, die hier im Dorf zu Gast sind, dass man die ja auf diesem Wege erreichen kann. Und deshalb gibt es ja in dieser Broschüre auch Text- und Hintergrundinformationen zu der Kooperation mit Andi und den Humble Homes, warum wir das machen, damit die Leute auch was davon mitnehmen können. Wenn ich ans Meer gehe, fühle ich mich zu Hause. Fühle ich mich einfach angekommen. Und ich glaube, dass es halt, ich glaube, es vielen Menschen so geht. Wenn man am Meer ist, das Meer macht irgendwas mit einem. Man hat ganz besondere Gefühle oder man erlebt auch besondere Momente am Meer, was uns auch für uns selber weiterbringt, auch im Leben. So Dinge anzunehmen, wie sie sind und nicht ganz so alles so streng und eng zu sehen und einfach ein bisschen lockerer durchs Leben zu gehen. Also wir haben hier an der Salzwiese natürlich pure Natur, ne? Also von den Kühen, die morgens und abends dann mal kurz Hallo sagen, aber auch Hermeline, Wildhasen, hier fleucht eigentlich alles rum. Ne? Es fühlt sich an wie so eine Berufung und ich glaube, dass ich damit auch andere Menschen, dass ich anderen Menschen dadurch eine Freude bereiten kann.